Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der brutale Angriffskrieg Russlands auf die gesamte Ukraine geht in sein drittes Jahr. 2 Jahre Krieg, 2 Jahre Leid, 2 Jahre menschliche Tragödien in der Ukraine. Der Angriff am 24. Februar 2022 war Teil einer Gesamtstrategie, die schon bei der Annexion der Krim 2014 deutlich hätte werden können. Denn in diesem Teil der Ukraine herrscht seit 10 Jahren Krieg. Und ich finde es immer noch ungeheuerlich, dass damals eigentlich von der Weltgemeinschaft auch nicht mehr passierte als ein paar Sanktionen und Einreiseverbote. Aber wenn es eben um billiges Gas ging, verschloss man auch in Deutschland die Augen und machte weiter Geschäfte mit dem Despoten und Kriegsverbrecher Putin. Jahrelang bereitete Putin immer weiter die Abhängigkeit Europas und insbesondere Deutschlands vom russischen Gas vor. 1 Jahr nach der Annexion der Krim ließ die Bundesregierung zu, dass deutsche Gasspeicher an eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom verkauft wurden. Und mit kaum gefüllten deutschen Gasspeichern im Winter 2021/22 und der Abhängigkeit unserer Wirtschaft, unserer Strom- und Wärmeversorgung wollte Putin sicherstellen, dass die Solidarität mit der Ukraine nicht groß ausfällt, wenn er dort einfällt. Wir haben ihn aber eines Besseren belehrt. Die Bundesregierung, die EU und die NATO haben bewiesen, dass wir funktionierende Einheiten sind, dass wir zusammenstehen. Und wir haben uns solidarisch gezeigt. Wir haben Ausrüstung und Waffen in die Ukraine geliefert und wir haben gleichzeitig die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas heruntergefahren. Wir haben für Alternativen gesorgt und es Putin damit gezeigt. Und das Schreckliche aktuell ist ja aber, diese Gefahr ist nicht gebannt. Während wir hier debattieren, da fliegen russische Raketen in die Ukraine. Es kreisen Drohnen über ukrainischen Städten. Seniorinnen und Senioren harren kurz hinter der Frontlinie aus und ganze Familien flüchten in Luftschutzräume. Und Putin ist weiterhin darauf aus, Teile der Welt durch russische Staatskonzerne gefügig zu machen. Putin betreibt Geopolitik mit den Mitteln der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Das war bei Gazprom so und bei Nord Stream und so geht es auch munter weiter. Der russische Staatskonzern Rosatom will die Welt abhängig machen von russischem Uran. Rosatom investiert in Atomkraftwerke, unter anderem in der Türkei oder in Ungarn. So sorgt man dafür, dass dort in Zukunft Brennstäbe aus russischem Uran eingesetzt werden. Die Abhängigkeit erhöht sich immer weiter. Und das funktioniert, weil Rosatom nicht auf der Sanktionsliste der EU steht, trotz Putins Vertrauten im Vorstand. Wer verhindert's? Ungarn. Und das ist dann nun wirklich kein Zufall mehr. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, Putin muss endlich auf allen Ebenen Einhalt geboten werden. Es muss Schluss sein mit Putins Trollfarmen, die über den rechten Arm auch in diesem Parlament unsere Demokratie destabilisieren wollen. Es muss Schluss sein, dass Putin seinen Krieg mit russischem Uran finanzieren kann. Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Denn es ist leider so, nur so wird es Frieden und Demokratie in der Ukraine weiterhin geben. Denn wenn Putin den Krieg gewinnt, dann wird er nicht in der Ukraine Halt machen. Er wird sich damit nicht zufrieden geben. Dann stehen Frieden und Freiheit in weiteren europäischen Ländern auf dem Spiel, zum Beispiel in Polen oder in Estland. Und das dürfen wir nicht zulassen. Seit Jahren wehren sich nun ukrainische Soldatinnen und Soldaten mit Einfallsreichtum, mit Mut und unfassbarer Kraft gegen die fortwährenden Angriffe. Sie trotzen einer Übermacht an russischen Soldaten und geringen Munitionsreserven. Und damit die Ukraine gewinnt, sind mehr finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung nötig. Und dieser Krieg, der hat viel verändert. Unseren Blick auf unsere Energieversorgung, auf unsere Abhängigkeiten, auf Frieden und Freiheit in Europa.
Und ganz persönlich hat er auch meinen Blick auf die Notwendigkeit von Waffen und Selbstverteidigung verändert. Doch eins darf dieser Krieg nicht. Die Diskussion um Munition und Waffensysteme, die wichtig sind, darf aber gleichzeitig nicht den Blick versperren auf die Menschen, auf ihr Leid und ihr Durchhaltevermögen. Wir sehen die Menschen, die für ihre Freiheit andere Menschen töten müssen. Wir sehen hingerichtete Menschen in Butscha, Menschen, die die monatelange Belagerung von Mariupol überstanden haben. Wir sehen die Frauen, die vergewaltigt werden, Kinder, die verschleppt werden, Kinder, die für Fliegeralarm und Schulunterricht im Bunker zur Normalität gehören und Familien, die trauern und auseinandergerissen wurden. Diesen Menschen gilt unser volles Mitgefühl und unsere Solidarität. Ich danke den demokratischen Fraktionen für das heutige gemeinsame starke Signal an die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und liebe Frau Generalkonsulin Schumm, bitte richten Sie es auch Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus. Wir sehen Sie, wir danken euch für euren Kampf und wir stehen an der Seite der Ukraine. Dankeschön. Applaus